Die Deutsche Gesellschaft für Qualität und das Fraunhofer IOSB haben ein Training entwickelt, um Unternehmen auf die aktuellen Herausforderungen an die Sicherheit von Informationen umfassend vorzubereiten. Christian Haas vom Fraunhofer Institut und Trainer der DGQ erklärt, warum IT-Sicherheit in der Produktion immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, also das Thema IT-Sicherheit war in der industriellen Automatisierungstechnik in den letzten 10 bis 20 Jahren einfach kein Thema. Und durch die zunehmende Vernetzung und auch die ja immer wieder auftretenden Angriffe, die wir jetzt in der Vergangenheit schon gesehen haben, in der Fabrik auch, ist es einfach so, dass viel mehr Unternehmen, als es heute schon tun, sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Und genau hierfür ist unser Angebot da. Wir haben hier die Prozesssteuerung, die wir auch in unserer Schulung verwenden. Wir haben auf diesem Prozessaufsteller typische Komponenten, wie wir sie in der Automatisierungstechnik finden. Beispielsweise haben wir hier speicherprogrammierbare Steuerungen, die dafür eingesetzt werden, auf der einen Seite unseren Prozess zu steuern und im anderen Fall unseren Notausschalter, der dazu da ist, den Strom vom Prozess auszuschalten, falls ein Notfall eintritt. Weiterhin haben wir typische Kommunikationstechnik, wie wir sie vorfinden, sprich wir haben hier Industrie-Switche, wir haben Industrie-Firewalls, wir haben aber auch andere Komponenten, wie hier zum Beispiel ein HMI-Terminal, das man einsetzen kann, um den Prozess auch zu starten und zu stoppen. Und darüber hinaus auch, um das Thema Industrie 4.0 ein bisschen mit reinzunehmen, hier ein sogenanntes OPCOA-Gateway, das man dafür einsetzen kann, Daten aus dem Prozess zum Beispiel in die Cloud zu schicken, um dort Datenanalyse durchzuführen. Hier sehen Sie die Manipulation einer Hardware-Komponente. Manipuliert wird der kleine Bohrer mit dem rosa Bohrkopf. Wird ein Angriff gestartet, weist die Hardware-Komponente, der Bohrer, eine Fehlfunktion auf. Auch der kabellose Notausschalter kann Ziel eines Angriffs sein. Die Produktion läuft dann trotz Betätigung des Schalters weiter, was zu erheblichen Konsequenzen führen kann. Ebenso kann der Steuerungsprozess, in unserem Fall die Laufrichtung des Fließbandes, manipuliert werden. Hier sehen Sie die gleichzeitige Manipulation von Motor, Display und Notschalter. Die drehende Scheibe stellt die Produktionsstraße dar. Auch wenn der Notausschalter betätigt wird, läuft die Produktion immer schneller. Auf dem Display der Leitstelle ist die Fehlfunktion der Produktionsstraße nicht erkennbar. Ein Stillstand der Anlage wird vorgetäuscht. Ja, also man hat in der Vergangenheit gab es einige Angriffe auch auf Fabrikhallen, jetzt gerade mit den Verschlüsselungstrojanern in den letzten Jahren, wo eben auch Unternehmen, die gedacht haben, sie müssen sich um das Thema nicht kümmern, eben das Problem hatten, dass die Fabrikhalle mal eine Woche stillsteht. Das heißt, selbst wenn man das Gefühl hat, gar nicht Ziel von so einem Angriff eigentlich zu sein, ist es eben so, dass es quasi auch zufällig passieren kann. Und wer dann nicht vorbereitet ist auf den Fall, der wird sehr große Probleme haben, wieder zu dem geregelten Betrieb zurückzukommen. Das heißt, selbst wenn man für sich den Glauben weiter hat, man ist eigentlich gar kein Ziel, ist sozusagen die Vorbereitung auf den Ernstfall etwas, was man auf jeden Fall tun muss. Ja, ich glaube, generell ist ein Problem, dass der Wert der IT-Technologie in der Fertigung heute in vielen Unternehmen generell noch unterschätzt wird und damit eben auch der Schaden, der dadurch entstehen kann, wenn jemand es schafft, diese IT-Technologie, sei es die Steuerung, aber auch die Kommunikation unter den Komponenten zu stören, anzugreifen, zu verändern. Von daher ist, glaube ich, das noch was, wo ein bisschen Aufklärung betrieben werden muss, wie abhängig man doch in so einer Fertigung von der IT auch sein kann. Wer schon mal mit so Komponenten zu tun hatte und generell grundlegende IT-Kenntnisse hat, kann diese Übungen durchführen. Logischerweise kann man
das Ganze beliebig in die Tiefe dann verlängern, aber im Prinzip ist die Einstiegshürde hierfür, das einfach mal auszuprobieren, mal die Erfahrung zu machen, wie funktioniert so ein Angriff und was kann schiefgehen und wie einfach ist so ein Angriff im Prinzip auch, das kann ja jeder tun. Ja, im Vergleich zu anderen Weiterbildungsangeboten versuchen wir nicht nur theoretisch Informationen den Teilnehmern zu vermitteln, sondern wir versuchen immer, dass die Teilnehmer auch in unserem Training die Hälfte der Zeit damit verbringen müssen, das theoretisch Erlernte mal praktisch umzusetzen und an so einem Demonstrator zum Beispiel dafür zu sorgen, dass der Angriff, den wir vorhin gesehen haben, nicht mehr möglich ist, indem man zum Beispiel das Netzwerk richtig konfiguriert, die richtigen Komponenten einsetzt. Und damit wird das Ganze für den einzelnen Teilnehmer viel plastischer und es ist viel einfacher, das Gelernte auch mal umzusetzen.